einfach zu brainstormen und die Kinder durften auf Zettelchen ihre Ideen schreiben. Und ich musste eigentlich als Lehrerin gar nicht viel dazu sagen, sondern die Kinder sind mit so tollen Ideen schon gekommen, was den Kindern sehr wichtig war, dass der Baum bunt wird, weil wir sind auch eine ganz bunte Klasse. Also wir machen einen Löwen für unseren Maibaum, weil das unser Maskottchen ist. Ich bastel so einen Rahmen, den ich auf einen Stock hängen kann und man kann darauf Stitch und Lilo dann hier hinten sehen. Und ich denke, dass die anderen so einen Löwen machen und Blumen und noch sehr schöne Dinge. Maibaum 2023 heißt, ja, wiederkehrend, wir haben es schon einmal gemacht und es war damals schon ein großer Erfolg. Worum geht's? Wir haben ja im Citypark-Logo den Baum und die Idee war damals wie auch heute, wir lassen Kinder diesen Baum gestalten. In unterschiedlichsten Materialien, mit unterschiedlichen Bezügen und es ist einfach eine wunderbare Idee, wo man sieht, mit welchen kreativen Ideen die Kinder an das Thema herangehen, wie sie sich, wie sie das Klima, wie sie Umwelt, wie sie Bäume im Grunde eigentlich auffassen und in ihr Leben integrieren.